Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, obwohl dieses Zitat aus einem Roman stammt, ist dessen Inhalt doch absolut wahr. Denn die Gefährten aus Tolkiens Herr der Ringe haben genau das gezeigt. Es bedarf eines Mutigen, der sich traut, voranzugehen. Aber um alle Hürden zu überwinden und Angriffe von allen Seiten zu überstehen, sind Gefährten nötig. Dann ist es machbar, die Welt vor Schlimmem zu bewahren. Und auch der Klimaschutz braucht Mutige, die vorangehen. Klar ist, alleine retten wir, das Land Nordrhein-Westfalen, sicherlich das Klima nicht. Aber auch als kleiner Teil dieser Welt können wir deren Schicksal ändern. Denn ohne Nordrhein-Westfalen sind die Ziele dieser Bundesregierung niemals zu erreichen. Und erreicht Deutschland die Ziele nicht, dann sind auch die Ziele der EU absolute Makulatur. Und das hätte negative Auswirkungen auf alle internationalen Bemühungen zum Schutz des Klimas. Das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen will nicht nur das Klima schützen, wir wollen auch NRW den Klimaveränderungen anpassen. Denn eins ist ganz klar, auch in den letzten 60 Jahren gab es schon Klimaveränderungen hier bei uns. Vegetationszeiten haben sich verändert, Jahreszeiten verlagern sich, der Herbst wird länger, der Winter wird kürzer. Und dann fragt man sich, ist das Ganze denn wirklich dramatisch? Die Landwirtschaft, die merkt es schon. Und auch in Zukunft wird es weitere Veränderungen geben. Projektionen des Landesumweltamts für die Periode zwischen 2031 und 2060 sagen ganz klar einen Anstieg der durchschnittlichen Temperatur- und Niederschlagsmengen um ca. 5% voraus, eher im Winter als im Sommer. Und das hier vor Ort in Nordrhein-Westfalen. Das Ganze kann, Herr Meesters hat es eben schon mal ausgeführt, zu Zunahmen von Wetterextremen wie starken Gewittern und Hitzewellen führen. Und das sind Auswirkungen, die hinterher nicht nur die Landwirtschaft bemerkt. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln hat in einer aktuellen Erhebung festgestellt, dass für 2030 43% der deutschen Unternehmen negative Auswirkungen auf ihr Unternehmen durch den Klimawandel erwarten. Wir wollen mit dem Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen Bürgerinnen, Industrie und Verbände im Klimaschutzplan mitnehmen. Der Prozess wurde bisher einmalig so im Februar 2012 gestartet. Die Unterlagen sind für alle transparent erhältlich. Es wird wissenschaftlich begleitet und in einer breiten Beteiligung dann in den nächsten Monaten weiter erarbeitet. Mit dem Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen wollen wir vorangehen und unsere Industrie in Nordrhein-Westfalen fit machen. Klar ist, Stahl und Kohle haben NRW groß gemacht. Aber neue Technologien werden NRW groß halten. Und auch wenn Teile der Opposition und Teile der Wirtschaft es selbst noch nicht glauben. Aber es gibt Veränderungen auch in der Welt. Der aktuelle, neu gewählte Präsident der USA, Obama, hat zur Amtseinführung seiner zweiten und damit letzten Amtszeit, was bedeutet, dass er offener über alles reden kann, gesagt, wir, das Volk, glauben immer noch, dass unsere Verantwortung als Amerikaner nicht nur gegenüber uns selbst gilt, sondern gegenüber allen unseren Nachkommen. Wir werden auf die Bedrohung des Klimawandels reagieren, denn wir wissen, dass dies zu unterlassen unsere Kinder und zukünftigen Generationen verraten würde. Und weiter geht er vor in einer nie gekannten Deutlichkeit. Wir können die Technologie, die neue Jobs und neue Industrie schafft, nicht anderen Ländern überlassen. Wir müssen sie für uns beanspruchen. So werden wir für unsere Wirtschaftskraft erhalten. Und wenn Herr Obama das für die USA so sagt und so erkennt, dann sollten auch Sie das endlich für Nordrhein-Westfalen und für unsere Region erkennen. Wir wollen mit dem Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen auch für die Landesregierung mit einem guten Beispiel vorangehen, denn sie setzt sich hier das Ziel der CO2-Neutralität bis zum Jahr 2030. Das bedeutet große Anstrengungen und große Veränderungen im Bereich der Gebäude, bei Neuanschaffungen, aber eventuell auch irgendwann beim Verhalten.
Und zu guter Letzt will das Klimaschutzgesetz Kommunen unterstützen. Denn bei Kommunen finden die Veränderungen statt, die Klimaveränderungen, aber auch bei Kommunen finden Projekte statt. Kommunen werden so Klimakommunen wie Saarbeck und Bocholt. In Kommunen werden Projekte umgesetzt wie der Bürgerwindpark Hilchenbach, wie die Initiative Bergisch Energisch, wie Innovation City in Bottrop, die Klimasiedlung in Bielefeld, das Energetikon im Aachener Raum. Und gerne komme ich zu zwei zentralen Fragen zurück. Ist das Klimaschutzgesetz das richtige Instrument, das Klima zu schützen? Reichen die Ziele des Klimaschutzgesetzes? Und ich mache mal einen Vergleich. Wenn Sie in einem Auto säßen und mit Vollkaracho auf eine Wand zu fahren, würden Sie dann diese Fragen auch genauso stellen? Und zwar fragen, ist auf die Bremse treten jetzt genau das richtige Instrument? Würden Sie sich dann noch fragen, kommen wir überhaupt noch rechtzeitig vor der Wand zu stehen? Das würden Sie nicht tun. Wir sollten endlich anfangen zu bremsen. Wir sollten damit endlich anfangen, das Klima zu schützen. Und liebe CDU und liebe FDP, Sie sollten endlich aufhören, Klimaschutz-Mikado zu spielen.